diese wunderschöne alte Bruchbude. Die würde ich jetzt mal genau unter Augenschein nehmen. Da vorne habe ich schon mein Fahrrad mal abgestellt. Hier hat es noch einen guten Ölofen. Und hier muss mal eine Werkstatt, eine Autowerkstatt oder Motorradwerkstatt gewesen sein. Das war die Werkzeugwand. Da habe ich jetzt meine Sachen hingestellt. Harley Davidson. Und hier waren sogar kunstverständige Leute. Lea auf dem Schwan dürfte das Motiv sein. Ja, eine richtig alte Mechanikerwerkstatt war das hier. Ja, da war auch eine Küche mit Spülmaschine, also schon moderne eingerichtet. Hier noch die Gewürze. Und hier, wow, eine Schatztruhe. Schauen wir mal rein. Oh, ja. Leider schon geplündert. Das Gold wurde entfernt. Oh. Einfach 1 Euro. Ja. Rosenkranz oder sowas. Klassik meets Klassiker. Sonntag, 5. Juli 2009. Zentrum der Arbeiter. Left to right, right to left. Ja, alte Harley-Spruch. Hier ist ja auch ein schönes. Ein wirklich schönes Plakat. Alfa Romeo Rennwagen. Special Guest Ludwig von der Spider Murphy Gang. Gasthof RB Ismaning. Oh, das Plakat ist nämlich echt toll. Geht's weiter. Auch hier wieder Autoplakate. Feuerlöscher. Ofen. Ja. Sicherungen. Sicherungsraum. Elektroraum. Ja, der Strom ist natürlich abgestellt. Auch hier ein schöner Ofen. Walküre. Oh. Ah ja, hier hat sogar eine richtige Grube. Oh. Ist ja richtig noch eingerichtet. Wahnsinn. Riesige Regale. Flaschenzug. Laufkatzen. Oh. Was ist das hier? Schaut aus wie Gussformen, oder? Hm.
Ja. Und ein paar alte Ersatzteile. Könnte eine Einspritzpumpe oder Dieselpumpe oder sowas sein. Oh, hier hat jede Menge Aufkleber. Küss mal wieder. Das ist ja lustig. Meißel. Shell Rotella Öl. Ja, das war ein gutes Öl damals. Könnte man wahrscheinlich heute sogar noch verwenden. Was das hier ist? Ach, ein Kran. Eine Hebebühne, oder? Sein Aufzug, um irgendwas hochzuheben. Extra Türen hergestellt worden. Ah ja, da geht es nach unten. Genau. Wow, geil. Wahnsinn. Richtige Transmissionen waren da noch drin. Muss ja echt uralt sein. Irrsinnig dicken Keilriemen. Na, ich meine, das war das Holz. Das war nicht, wenn der Keilriemen abfällt, dass man nicht erschlagen wird. Richtiger Kanonenofen. War ein richtig kuscheliges Stockwerkbett. Auch nochmal ein alter Holzspind. Fahrradreifen, Helm, besser gesagt, Kompressorschläuche. Oh, Wahnsinn. September 76. Jugoslawien. Oben wunderschön diese Transmissionen. Da ist auch noch der Riemen dran. Hier kann man es auch noch mal gut sehen. Die ganzen Transmissionen. Ja. Da müsste man vielleicht mal einen Stock hochgehen. Was natürlich nicht ungefährlich ist. Aber nein. Das ist immer, wenn man in so alten Buden unterwegs ist. Ah, das war mal eine Drehscheibe. Kugellager. Richtig schöne Kugeln hier. Aber schon stark verrostet. So, aber wenn die jetzt nicht mehr laufen. Wenn wir jetzt mal diese Treppe hochwagen, auf die Wäsche jetzt nicht gerade durchkrachen. Ah ja. Genau. Ah, da geht sogar noch ein Stock her. Jetzt schauen wir erst einmal da. Jetzt auch nochmal so ein Satz Lagerauszieher, wenn mich nicht alles täuscht. Parts und Accessoires. Hier ein Ersatzriemen für die Transmission. Und das ist diese Maschine da, Karlsruhe München. Richtige Irrgänge hier.
darum. Ja, kommt man manchmal sicher vor wie in einem Ego-Shooter. Ah, jetzt hat. Das ist ein Mühlstein, wo sich da dreht. Aber was hat das zu malen? Wobei, ja klar, zählt mir das natürlich auch ein. Ich habe ja recherchiert. Es war ja ursprünglich ein Lehmabbau hier. Das muss alles dem Lehmabbau gedient haben. Und diese Maschine hier, ja, das hat dazu gedient, irgendwie die Sachen nach oben zu befördern. Jetzt haben wir da mal kurz geschaut. Und dann gehen wir jetzt einmal wieder eine Treppe weiter rauf. Ja, das scheint dann schon das Dach zu sein. Ja. Da muss man schon echt aufpassen. Das ist der Fuß von dem Tisch. Eine Wende. Schauen wir mal, was auf dem Typenschild steht. Sonthofen. Genau, kann ich es auch nicht erkennen. Schön fette Mutter. Ah ja, jetzt kann man das hier noch mal genau erkennen. Genau. Sind auch noch ein paar alte Zeitungen. Müsste ich direkt mal rausholen. Einen Blick drauf werfen, ja. Waren richtige Mühlsteine. Und da oben auch das Zahnrad. Ah ja, und hier eine Lore, ein Bergbau sagt man da zumindest dazu so, naja, das ist schon sowas, wo das Material reingekommen ist und dann Elevator während des Betriebs nicht besteigen. So, jetzt habe ich mal die Zeitung rausgeholt. Auch eine Zigarette im Rauch nikotinfrei muss schmecken, California. 2x30 hat die gekostet. Naja, die Zeitung ist von 1974. Besser gesagt vom Donnerstag, den 28. November 1974. Bergsteigervorstand wird vor Gericht gestellt. Autobahnstil unterweilen. Das zweite Glas schon zu viel sein. Spikes-Reifen kosten Steuerzahler mehr als 200 Millionen Mark. Naja, damals hat es noch die Spikes-Reifen gegeben. Aber die sind ja dann verboten worden. Krach um Autofriedhöfe. Nürnberger Bürgerinitiative und Naturschützer fordern Beseitigung drei Lagerplätze. Bremsleitungen, Autodurchschnitten, Stromschlag tötet, Kabeldieb. Ja. Überkinger Mineralwasser. 55 Pfennig.
Weiterdenken, nützliche Schenken. Staubsauger, Brotschneidmaschine, Kaffeemaschine, Toaster, Bügeleisen, so ein wunderschöner Folienhaartrockner, braun Rasierapparat. Da haben wir das eigentlich jetzt alles begutachtet. Und dann können wir eigentlich wieder runtergehen. Was ist denn dann auf? Ist vielleicht doch nicht so angebracht. Aber was das war? Natürlich gibt es ja auch diese wunderschönen Bakelit-Nebelschalter und die ganz normalen Kellerlampen. Naja, hier geht es zum Ausgang. Und hinten habe ich gerade noch diesen wunderschönen Kolben entdeckt. Könnte von einer 50 Kubik Moped gewesen sein. Und auf die Leiter bin ich auch mal schnell hochgeklettert, aber ohne Kamera. Aber da war auch nichts Besonderes. Das ist auch von oben zu. Ich vermute mal, dass das ein Wasserbehälter war.